Liebe gastrointeressierte Damen und Herren, die heutige Sendung dreht sich vor allem um diese Studie. Es ist eine Analyse zur gesamten Wertschöpfungskette vom Röbli im Boden bis zum Röbli auf dem Teller. Zitat Andreas Krummes. Eine Exklusivstudie über 80 Seiten mit ziemlich viel Zahlenmaterial, Tabellen und Statistiken, die am ersten Swiss Food Service Forum präsentiert worden ist. Exklusive Studie. Welches sind die aktuellen Trends? Wo liegen die Chancen und Perspektiven? Das erste Swiss Food Service Forum liefert Antworten dazu. Exklusiver Gastronom Michel Péclat. Ein Gastronom mit viel Herzblut und dem Herz auf der Zunge. Exklusives Straßenfest. Zu Besuch bei der Vegan Mania, dem größten veganen Straßenfest der Schweiz. Andreas, welche Idee liegt dieser Exklusivstudie zugrunde, nämlich die ganze Wertschöpfungskette in einem Papier darzustellen? Also das ist eigentlich schon in der Frage gestellt. Die Idee dahinter ist eben, die ganze Wertschöpfungskette abzubilden. In der Vergangenheit gab es Studien aus Handel und Produktion und auch von der Seite vom Gast. Und in der Wertschöpfungskette fehlt halt noch einer, und das ist der Gastronom. Und erfolgreich kann das Ganze eigentlich nur sein, wenn die Kette zusammenspielt. Und diese Lücke haben wir eigentlich geschlossen, zusammen mit unseren Partnern, wo verschiedene Kernkompetenzen auf den einzelnen Bereichen haben. Es ist sehr zahlen- und tabellenlastig, es hat sehr viele Analysen. Wer soll das lesen? Wer soll das lesen? Lesen sollen das die, die erfolgreich werden wollen. Man muss das Marktgeschehen beobachten, wenn man erfolgreich werden will. Und die erfolgreich sind, die werden das ganz sicher auch lesen. Ich nehme an, es gibt mehrere Erkenntnisse aus dieser Exklusivstudie heraus. Welche sind so die Haupterkenntnisse? Ja, es gibt verschiedene Erkenntnisse in dem großen Umfang der Studie. Was ich eigentlich sehr spannend finde, ist so die Kontroverse von der Wahrnehmung der Kommunikation. Der Konsument gewichtet die Kommunikationsträger recht unterschiedlich, als wie der Gastronom meint, dass er sie tun müsste. Und allein da kann man vielleicht schon das eine oder andere als Gastronomieunternehmen raussehen und für sich umsetzen. Wo kann man diese Studie beziehen? Die Studie kann man online bestellen, bei uns auf dem Portal www.sfsforum.ch und kriegt sie online digital zugestellt. Und was kostet die Geschichte? 750 Schweizer Franken. Mit oder ohne Mehrwertsteuer? Nein, die Mehrwertsteuer ist da mit drin. Und Qualität hat seinen Preis. Und wir reden ja von Unternehmen und unternehmerischer Entwicklung. Und da geht es um Kapital, den man erwirtschaften will. Und da auch. Dankeschön. Bitte. Im Rahmen von dieser Studie hat es verschiedene Vorträge gegeben. Ein Trendgastronom hat mit seiner Rede einen Nagel eingeschlagen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was hat Sie persönlich am meisten fasziniert? Was war für Sie ganz persönlich am spannendsten? Der Michel Péclat. Einfach die Art und Weise, wie er erzählt hat, wie er auch den Mut hat, Sachen durchzubrechen und den Mut hat, Sachen neu anzugehen. Und so sehr viel Positives ausstrahlt. Das Referat von Michel Péclat hat mir extrem Eindruck gemacht. Oder? Eigentlich so der Fokus auf wirklich ganz konsequent etwas umsetzen, dranbleiben, hartnäckig bleiben, das ist das, was wirklich gepasst hat. Betriebsgewinn minus 5,4%. Jetzt ich unterrichte an der Hotelfachschule Luzern. Ich muss meinen Leuten, die sehr viel Geld investieren in diese Schule, und wenn sie da rauskommen, machen sie einen Betrieb auf und es ist eigentlich schon klar, dass sie Verlust machen. Also etwas Dürferes gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich finde auch diese Negativausrichtung, die wir da in Zahlen haben, an was wir anknüpfen, wie wir an das anknüpfen, völlig falsch. Ich kann ja Buchhaltung nicht neu erfinden. Aber ich kann den Gast studieren und ich finde das etwas vom unglaublich Wichtigen. Wie geht dann der Gast mit uns um und was will dann unser Gast und wohin geht dann dieser Gast? Wir hatten ein Telefon letzten August, von einer Familie, Hotel Tschucken, ob wir diesen Alpenbrick übernehmen würden. Für mich eine Spielwiese. Mega cool, oder endlich mal etwas in den Bergen. Ich habe sowieso das Gefühl, in diesen Bergen, was wollen diese Gäste, oder? Sie haben gesagt, Sie sind ein Fünf-Stern-Hotel, Sie haben diesen Alpenbrick gekauft, Sie können das nicht, auch absolut okay. Wir sollen da irgendetwas Gestörtes machen und so richtig verrückt.
Jetzt nochmals, wenn wir überlegen, was will ich dann in diesen Bergen? Was will unser Gast, nicht ich? Wohin geht er? So gehen Deutsche, Ausländer, wieso geht man nach Arosa? Wo sind dann die Begründungen, oder? Man will Bauer sehen, man will dorthin gehen, wo ein Feuer brennt, man will, wieso stehen wir? Kühe, Gänse, all das Zeug, oder? Wir sind ein Land von Kühen. Und wenn der Chinese die Kühe sehen will, dann soll er sie doch sehen. Wir haben einen Grill aufgestellt und auf die Speisekarte geschrieben, hey, Sie müssen selbst grillieren. Jetzt sagen Sie das mal einem Küchenchef. Spielt eigentlich, geht doch nicht, unmöglich. Und das kommt so gut an, diese Gäste kommen und finden das mega, dass sie selbst grillieren können. Also ich könnte sogar für die Wurst wahrscheinlich mehr verlangen, wie wenn sie grilliert ist, nur dass sie sie selbst machen können. Diese Problematik, wo man einfach davon ausgeht, Warenaufwand 33%, Personal so und so weiter. Ich glaube, diese Zeit ist auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, man muss Welten bringen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich würde gerne in meinem Restaurant dort oben irgendwie 200 Hühner haben, weil 200 wären vom Fuchs gefressen, dann haben wir noch 100, oder? Das war dann so die Überlegung grundsätzlich. Und dann kamen die Bauern, und das ist ja das Verrückte, oder? Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Entschuldigung, ich kann doch jetzt einfach da Hühner herumrennen lassen, ein bisschen Körner und am Morgen kann ich mit den Kindern die Eier holen. Eigentlich das, was vorher erzählt wurde. Jetzt sagt aber der Bauer, nein. Wieso? Was ist die Begründung? Er sagt, wenn irgendein Gast, und jetzt, das finde ich ja so faszinierend, wenn irgendein Gast dem Huhn ein Pommes frites gibt, dann wird das zutraulich. Ja, und jetzt? Ja, aber das Huhn ist nachher am Bein. Mega! Ich meine, haben Sie schon mal ein Huhn am Bein gehabt? Noch nie. Würden Sie es fotografieren? Sicher wäre es auf jedem Facebook. 100 Millionen pro... Ja, aber das geht noch weiter. Dieses Huhn wird auf den Tisch fliegen. Noch megaer, oder? Hey, viele von Ihnen haben Restaurants, die sind bedient, die haben eben diese Personalkosten, diese Warenkosten, diese Betriebskosten. Und ich studiere mir massivst, was machen dann andere? Sie haben sich sicher auch schon mal überlegt, wieso? Wieso reklamiert ein Gast, wenn bei Ihnen ein Menü, das 5 oder 6 Gänge hat, 80 Stutz kostet, wieso reklamiert er? Und der genau gleiche geht am nächsten Tag mit Jeans, mit seiner Freundin so zwischendurch an eine Sushi-Bar, nimmt 1 Teller, 2 Teller, 3 Teller, 5 Teller, 7 Teller, zahlt 100 Stutz und das ist völlig egal. Haben Sie schon jemals jemanden gehört, der reklamiert, wenn er an eine Sushi-Bar geht? Wieso jetzt nicht ein Cocktail zum Essen? Weil wir Gastronomen gelernt haben, dass man das nicht macht. Ist ja voll doof eigentlich, oder? Ich weiß, ich bin, glaube ich, einer der schwierigsten Lieferanten oder Kunden, die es überhaupt gibt. Aber für mich ist es eigentlich wichtig, es hat ja sehr viele Zulieferer hier, dass es eine Zusammenarbeit ist, dass ich streiten kann, dass wir zusammen eine Idee entwickeln, dass sie mich unterstützen. Also wir haben in unseren ganzen Betrieben, haben wir, glaube ich, einen Metzger, also, wenn dann ein Küchenchef nicht zufrieden ist mit dem, dann darf er auch weg. Ich lasse uns auch nicht kaufen, wir haben nirgends Verpflichtung, nicht mal bei Bier, überhaupt nirgends. Wir könnten sofort wieder, weil das will ich nicht, oder? Es wurde am Anfang auch gesagt, immer günstiger einkaufen, das ist doch alles Blödsinn. Weil das merkt der Gast. Also wir schauen eigentlich immer, dass wenn wir günstige Betriebe haben, dass wir teuer, dass wir einfach das beste Produkt haben. Wir haben unseren eigenen Fischer, wir zahlen dem 25 Kilo auf das Kilo Felchenfilet. Bianchi würde mir dasselbe vom Genfersee für 15 Franken geben. Es ist für diese Tonnen, die wir da rauslassen, ist das viel Geld. Aber der Gast, der akzeptiert das, da bin ich so über und er merkt das auch. Für mich als Gastronom, ich glaube einfach, so wichtig, dass man den Gast nicht vergisst und wohin das die Reise geht und was will er. Ja, ich gebe seit 20 Jahren Schule in Luzern und ja, man muss ja auch ein bisschen etwas aufmischen, oder? Also mich regt das ja dann total auf, wenn ich eben jetzt in den Verwaltungsrat komme, von Engelberg Titlis mit den verschiedenen Grosslieferanten zu tun habe, die zum Teil da sind und einfach finde, hey,
nehmen Sie mal den Finger raus und machen mal etwas Neues. Weil, ja, weil man kann nicht immer klagen. Also der Herr Angern ist vorher gekommen und gesagt, weißt, du bist eigentlich einer der Einzigen, der nicht immer nur klagt, sondern sagt, komm, wir machen etwas. Oder? Und das ist halt so ein bisschen, ja, mein Lebensmotto auch. Eine weitere spannende Person, die die Branche mit ihrem Vortrag bewegt hat, ist die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler aus Wien. Sie gehört zu den renommiertesten Foodtrend-Forscherinnen überhaupt. Ein Auszug aus ihrem Vortrag möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Was sind denn Trends? Im Food-Bereich hat man den Eindruck, boah, das geht so schnell, es hat sich so rasant entwickelt. Ich selber zähle im Moment über 30 Foodtrends. Und denke mir, das kann es jetzt nicht sein. Ich muss sie wieder bündeln, ich muss sie sozusagen wieder fokussieren. Da verliert man ganz schnell den Überblick. Aber die Komplexität nimmt zu. Jeder Trend hat einen Gegentrend. Deswegen ganz wichtig. Nicht jede Entwicklung ist ein Trend. Man kann nicht alles, was neu ist, als Trend definieren und nachmachen und damit Geld machen. So funktioniert es nicht. Ein Trend ist in meiner Definition, und ich erlebe diese Definition als sehr hilfreich, Ein Trend ist immer eine Antwort auf eine aktuelle Herausforderung, auf eine Sehnsucht. Und wenn Sie mit der Brille auf Entwicklungen schauen, können Sie viel leichter Moden von Trends unterscheiden. Und Sie können es auch verstehen und damit leichter arbeiten. Und wir kommen aus dem alten Paradigma, schneller, billiger, mehr. Das hat uns sozusagen zum spätindustriellen Zeitalter geführt und weil es uns so gut geht, suchen wir im Moment wirklich neue Geschichten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in Mitteleuropa weiterhin mehr Fleisch essen werden. Ich glaube, wir haben Peak Meat erreicht und weltweit haben wir sehr unterschiedliche Tempi. Also immer wenn ich solche Grafiken sehe, fange ich an zum Grübeln und denke mir, ist es wirklich so? Haben wir das nicht schon hinter uns gelassen? Weil es ist keine Freude mehr, einkaufen zu gehen. Wenn Sie so einkaufen, dann geht es nur mehr um den Preis. Ganz schwierig, hier Qualitätsunterschiede zu kommunizieren. Vegan, ein Riesenthema. Ist das unsere Zukunft? Dass wir so tun, als ob, dass wir unser Ernährungsverhalten nicht ändern und alles daraus adoptieren? Sind wir dann die besseren Menschen? Ist das die Zukunft? Wie sieht's aus? Werden wir sozusagen unser ganzes Verständnis ändern? In unserem Kulturraum, wo sozusagen auch Bio entstanden ist, ist doch gut immer natürlich. Ja. Ist es das noch? Kommt da vielleicht eine ganz andere Generation nach? Insekten, könnte man lange ausholen. In unserem Kulturraum natürlich eigentlich ein Tabu, wobei die Radfahrer unter ihnen haben schon eine große Menge gegessen. Aber im Prinzip, wir sind uns bewusst, dass das natürlich hocheffizient ist. Da sind wir wieder bei der Effizienz. Wahnsinnig wenig Futter, wahnsinnig wenig Platz, brauchen ganz kurze Zeit ein riesiges Potenzial. Die mich kennen, wissen, dass ich das Thema ungern auslasse. In vitro, wissen Sie, was in vitro ist? Schon faszinierend. Sie beziehen Muskelzellen aus einem lebenden Rind per Biopsie und züchten diese Muskelzellen in eine Art Petrischale. 3 Monate später sieht es dann ungefähr so aus, wobei das eingefärbt ist mit rotem Rübensaft, weil es in der Petrischale hat ja kein Blut, also das ist der Farbstoff von der roten Rübe. Tja, und so sieht es dann aus, angebraten. Das war der teuerste Biss meines Lebens. Ich glaube, ich werde ihn nicht mehr toppen können. Wir reden im Moment noch über 100.000 Euro für den Biss, nicht für das ganze Patty. Forschung. Haben Sie das verdaut? Sie können Fleisch essen von einem Tier, das noch lebt. Ja? Das heißt, eigentlich braucht man nur mehr einen kleinen Zoo. Also die real digitale Welt, in der wir leben, ist dabei, die ganze Funktionsweise, wie wir uns organisieren, wie wir denken, wie wir an Informationen kommen, auf den Kopf zu stellen, in einem Tempo. Wir sind uns langsam bewusst, dass dem so ist. Nur ich habe den Eindruck, dass dieser Trend aktuell kurzfristig überschätzt wird, aber langfristig unterschätzt. Weil es verändern sich die Machtverhältnisse so nachhaltig, dass wir immer mehr in Netzwerken agieren und denken.
Und deswegen begrüße ich sozusagen die Tagung heute auch besonders, weil es ganz wichtig ist, dass man gemeinsam diskutiert, wie man gewissen Themen umgeht, dass man Netzwerke hat, dass man im Netz viel variabler agieren kann. Wer hätte gedacht, dass das Essen so mächtig wird? Und damit bin ich beim ersten Foodtrend. Ich habe es genannt Infinite Food. Dass wir rund ums Uhr essen, rund um die Uhr essen können, das wissen wir. Das haben wir ja schon vor vielen Jahrzehnten gelernt. 24 Stunden am Tag. Nur was jetzt passiert ist, dass das Essen sich vollkommen emanzipiert. Dass das so spannend ist. Das Gefühl, das Essen hat die Mode abgelöst. Das Essen ist ausdrucksreicher als das, was wir anhaben. Man kann durch Essen sehr schön kommunizieren, wer man ist oder wer man nicht ist. Das Spannende ist, dass auch das edle, gute Essen, wo man früher gesagt hat, das geht nicht mobil, langsam mobil wird. Also Essen auf vielen Ebenen ist in Bewegung. Die Frage ist, wie können Sie Ihre Gerichte, Ihre Eigenheiten nützen, um das noch stärker zu thematisieren? Okay, was nehme ich Ihnen mit als zweiten Trend? Vier habe ich, und ich habe Ihnen einen mitgebracht, den wir alle seit Jahrzehnten kennen, der, wo man denkt, eigentlich sind wir schon durch. Local Food, regionale Produkte. Der hat natürlich damit zu tun, dass die Globalisierung noch immer rasant zunimmt. Ja, dessen sind wir uns bewusst. Und der klassische Gegentrend ist der Fokus auf das Regionale. Aber auch hier, der Trend bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Wenn Sie dieses Thema von Regionalität spielen wollen, dann müssen Sie es weiterentwickeln. Nur zu sagen, Schweizer Fleisch, Schweizer Gemüse ist zu wenig. Ja? Wir müssen hier diese Geschichten neu erzählen. Und vielleicht können wir uns da vereinzelt auch inspirieren lassen von neuen Qualitäten. Und damit komme ich zum dritten Foodtrend, Spiritual Food. Ich habe den gewählt, weil ich den Eindruck habe, dass sich im Moment dieses Thema ganz stark spürbar wird. Natürlich, Kulinarik, Gesundheit, Nachhaltigkeit sind Themen Must-Have. Da könnte man ein anderes Mal länger drüber reden, aber ich glaube, was noch sehr herausfordernd ist, ist diese spirituelle Aufladung. Das kann man festmachen an den Veganern. Ja, wenn die Debatten in diese Richtung gehen, ja, dann heißt das, hier so ein kleiner Religionskrieg passiert. Dass wir wirklich versuchen, im Lebensmittelüberfluss wieder herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Ich glaube nicht, dass wir alle Veganer werden. Ich glaube nicht, dass es Mainstream wird. Aber hier entstehen ganz neue Geschmackswelten, die sich mit der Gesundheitswelt verbinden. Und hier werden sozusagen ganz neue Produktebenen sichtbar. Und da wird es auch neue Produkthypes geben. Und damit bin ich beim letzten Foodtrend, Soft Health. Ich habe schon gesagt, Gesundheit ist ein Thema, ist ein Megatrend. Wir können die Gesundheit nicht delegieren. Für viele ein Stressor. Wie gehe ich damit um? Man will mit gutem Gewissen genießen und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben nämlich gelernt, dass wir eigentlich nicht verzichten wollen, sondern wir wollen eigentlich Lösungen, auch hier. Soft Health heißt nicht noch mehr potenzielle kritische Inhaltsstoffe weglassen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, Lösungen finden. Und Lösungen heißt, wir haben gelernt zu lesen. Wir wissen, dass mehr Gemüse, Obst, Salat gesund ist. Und wir lesen solche Lösungen. Und deswegen boomen im Moment ganz viele Gerichte, Mahlzeiten, die automatisch als gesund wahrgenommen werden. Wir verlassen für einen kurzen Augenblick das erste Swiss Food Service Forum und gehen nach Aarau. Bereits zum fünften Mal ist Vegan Mania durchgeführt worden, eine Veranstaltung rund um vegane Produkte, wobei nicht nur das Kulinarische im Vordergrund gestanden ist. Mit über 80 Ständen ist Vegan Mania das grösste vegane Strassenfest der Schweiz. Bei diesem Food-Angebot macht jedes vegane Herz Luftsprünge.
Vom Burger bis zum Kebab, bis hin zum asiatischen Nudelgericht. Selbstverständlich alles ganz ohne Fleisch. An der Vegan Mania werden sämtliche kulinarischen Gelüste gestillt. Das Angebot beschränkt sich aber nicht nur auf Essbares. Veganer sind nicht spezifisch irgendwie eine Gruppierung, die nur ein Interesse hat. So tun Veganer Salsa tanzen, sie machen sich gerne Tattoos oder sie tun gerne kochen. Und somit wollen wir einfach alles zeigen, was möglich ist. Ein Straßenfest für jedermann, der nicht nur Veganer sind und fühlen sich angesprochen. Ich denke, es ist auch wichtig, nicht immer nur Fleisch zu essen, sondern auch halt andere Varianten zu haben. Ich denke, sie haben jetzt mittlerweile mega feine Rezepte, die halt auch gesund sind. Die Vielfältigkeit, mal etwas Neues zu sehen, interessant, ja. Wir waren noch nie an so einem veganen Fest und mal schauen, wie das abläuft und ein bisschen tiefer in das Metier reinkommen. Ja. Ja, vor allem zu neuen Produkten probieren, weil man ja online kann man nur bestellen und weiss nicht, wie es schmeckt. So die Vielfalt, also es, ich sage natürlich auch zu essen natürlich. Es gibt halt wirklich extrem viele verschiedene Sachen und auch, eben, es ist wirklich wie so alles vertreten ist, sagen wir irgendwie Kleider und Essen und Körperpflege und einfach alles, was eigentlich so ein bisschen, was eigentlich so ein bisschen braucht in dem Sinne. Ja. Nur mit veganen Foodständen alleine lässt sich der große Zulauf wohl kaum erklären. 5000 Besucher pilgern nach Aarau, die das Straßenfest hautnah erleben wollen. Wortwörtlich. Denn der große Renner sind Tattoos. Ausschließlich mit veganen Produkten. Bei Tattoos ist es schon so, dass es oft Shell-Lack drin hat. Das sind Lüs, oder? Oder es wird von Lüs gewonnen, der Shell-Lack. Und somit ist Tattoo eigentlich im Normalfall nicht vegan. Und wir haben hier vegane Tattoo-Artisten auf Platz, die diesen Stoff nicht in ihren Farben drin haben. Wir schauen bei den Farben, dass die von Herstellern sind, die sagen, also klar zertifizieren, dass die vegan sind. Bei anderen Sachen, sogar beim Klebeband, schauen wir, dass der Klebstoff vegan ist. Und das zieht sich dann durch alles, was wir im Studio brauchen, durch. Die Tattoos werden gegen eine freie Spende gestochen. Beliebtes Sujet, das Swissvec-Logo. Swissvec ist die Organisatorin des Anlasses. Eine Organisation, die sich der Anliegen der Veganer und Vegetarier in der Schweiz annimmt. Bis jetzt gastierte das schweizweit größte vegane Straßenfest in Winterthur. Weil dort die Platzverhältnisse nicht mehr ausreichen, wählen die Organisatoren Aarau als neuen Austragungsort. Eine neue und zusätzliche Herausforderung für die lokale Gastronomie. Denn vegan ist mehr als nur ein Trend. Die Lokalgastronomie ist natürlich je länger, je mehr gefordert, weil Leute auch in Aarau zum Beispiel vegan leben. Und das auch nachfragen, oder? Und gerade mit so einem Fest, das haben wir auch in Winterthur gesehen, verändert sich die Gastronomie mit dem Angebot. Es gibt mehr vegane Speisen, sie deklarieren es besser. Und das freut uns natürlich, dass wir so etwas bewegen können. Ein weiteres Highlight vom ersten Swiss Food Service Forum ist der Grosshandel CEO Talk. Unter anderem ist in diesem Tag die Frage diskutiert worden, wo eine Reise im Schweizer Abhol- und Belieferungsgrosshandel geht. Den ganzen CEO-Talk können Sie als separates Video direkt in der Menüliste im Player anklicken, wie übrigens alle Beiträge auch. In den nächsten 6 Minuten unterhalten sich Andreas Krummes im Expertentag mit Vertretern aus der Branche über das erste Swiss Food Service Forum. Und bei mir der Stefan Mühlemann aus Frauenfeld vom Brauhaus, Geschäftsführer, und der Dejan Savic vom Marina Lachen am schönen Zürichsee. Das erste Swiss Food Service Forum ist vorbei. Was ist so Ihr Eindruck von dem Anlass? Ich habe einen sehr guten Anlass gefunden. Mal etwas Neues, vor allem auf Schweizer Boden. Man kennt es ja in Deutschland schon mit den grossen Messen. Und ich denke, es war gut, auch die Mischung von Gastronomie und von Zuliefer. Ich denke, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigen tut. Ich glaube, es kann uns eine Plattform bieten, wo wir gemeinsam in die Zukunft starten können, weil durch die Digitalisierung, durch das Ändern vom Konsumverhalten wird sich, wie es aussieht, ziemlich viel verändern in den nächsten Jahren. Herr Mühlemann, wenn Sie jetzt so den Anlass Revue passieren lassen,
Gab es neue Erkenntnisse oder hauptsächlich nur Bestätigung für Sie? Neue Erkenntnis würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber was wieder eindeutig aufgezeigt worden ist, dass wenn man ein Konzept hat und man das durchziehen will, dass man das wirklich authentisch durchziehen sollte. Man hat es ja gesehen, zwei verschiedene Beispiele. Traditionsreiche Familie seit mehreren Jahrzehnten und danach ein neuer Gastronom, der eigentlich ganz andere Auftritte hat, andere Ideen hat. Aber beide sind eigentlich sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man auch heute gehört hat, dass man das, was man macht, wirklich mit Herzblut macht und vor allem eben auch wieder schaut, was die Gäste dazu meinen. Weil schlussendlich ist es wie beim Fischen. Der Wurm muss nicht am Fischen schmecken, sondern eben am Fisch. Was das Herzblut in der Gastronomie betrifft, da nur mit dem Stefan Mühlemann teilen, das ist enorm wichtig und mit einer klaren Konzeption, dass man an den Start geht und auch die richtigen Leute natürlich mit an Bord hat. Wir haben heute viel darüber gesprochen, über die gesamte Wertschöpfungskette. Mein Lieblingssatz ist immer vom Rüppli im Boden bis zum Rüppli auf dem Teller. Was tun Sie bei sich, dass viele Rüppli auf dem Teller gegessen werden? Wir haben verschiedene Konzepte in unserem Haus, also vom kleinen, feinen Asiat über den breiten Italiener mit Pizza, Pasta und Steakhouse, wo vor allem vom Grill, Fleisch und Seafood interessant ist. Dort im Bereich Fleisch versuchen wir natürlich das gesamthafte Tier auch zu sehen. Wir haben auch dieses Jahr einen Grillkurs gemacht, wo wir «From Nose to Tail» als Thema hatten und so sehr viel mit «Second Cuts» auch gespielt haben. Es war sehr interessant, wie sich die Leute, also der Gast, der Kunde, der Konsument, mit diesen Sachen immer mehr anfängt auseinandersetzen. Wir waren ja heute so in der ganzen Wertschöpfungskette. Es hat viele Zulieferanten gehabt aus Produktion und Handel. Jetzt aus Unternehmersicht, Gastronomie, gibt es sowas, wo Sie sagen, das würden wir uns wünschen in Zukunft von der Zulieferindustrie? Ich glaube, die Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren sich massiv verbessert. Es sind alle unter Druck, also nicht nur der Gastronom, auch der Zulieferer. Auch das hat man heute eigentlich klar gesehen. Und ich glaube, dort auch zukünftig geht es wirklich darum, zu sagen, es ist eine effektive Partnerschaft. Was nicht heisst, dass man dann immer miteinander zusammen ist. Also man tut regelmäßig das auch überprüfen. Aber dass man miteinander auch kann eigentlich das Vertrauen schenken, wenn mal etwas halt nicht so gut läuft. Schlussendlich, wenn es bei ihnen gut geht, haben wir eigentlich nur Gewinner. Und das ist das, was manchmal eben ein bisschen schade ist. Lieber stirbt man, wenn der andere auch stirbt, anstatt dass man den anderen unterstützen, dass beide können überleben. Das ist noch eine gute Aussage. Am Zürichsee, etwas weg von der Hauptstadt, schwieriger für die Lieferanten, sie zu beliefern im richtigen Rhythmus. Gibt es bei Ihnen Wünsche, wo Sie sagen, das wäre noch so ein Schritt, wo die richtige Richtung wäre von der Zulieferindustrie? Wir sind sehr auf der partnerschaftlichen Linie, schon seit Jahren. Wir versuchen sehr zu kanalisieren, auf wenige Zulieferer, weniger Zulieferer zu setzen. Das ist manchmal auch wirklich mehr, weil dann kann man die Partnerschaft auch vertiefen. Es bringt auf beiden Seiten etwas, weil man ist auch bereit, von der anderen Seite her mal einen Kompromiss einzugehen, wenn es für uns dann nötig ist. Wir spüren da die Bereitschaft definitiv. Herr Mühlemann, Sie sind heute erfolgreicher Unternehmer. Wenn Sie jetzt die Dinge hören, die heute besprochen worden sind, wo sehen Sie Gastronomie oder speziell Ihren Betrieb in 10 Jahren? Das ist immer ein Thema, das wir auch immer diskutieren. Wo sind wir in 5 oder 10 Jahren? Wenn ich das heute wieder höre, bestätigt es mir eigentlich, dass wir vom richtigen Weg sind. Wir produzieren ja selber Bier produzieren, also regional. Wir sind nicht überregional. Die Leute kommen jetzt eigentlich nur bei uns im Restaurant über. Das Vegetarische ist ein Thema, das wir angeschaut haben. Das haben wir auch heute gehört, dass halt gewisse Leitprodukte nicht immer noch gegessen werden. Und das ist bei uns halt mit dem Bier zusammen. Ein Burger, ein Schnitzel, Pommes frites, wo alle sagen, das ist eigentlich nicht gesund. Und darum denke ich, werden wir dort auf dem Weg weitergehen, wie wir jetzt eingeschlagen haben. Was aber sicher ein Thema ist bei uns, ist der ganze Bereich Alkohol. Das hat man heute auch klar gesehen. Ist rückläufig. Und da haben wir natürlich auch Einflüsse, die vom Gesetzgeber herkommt, die nicht immer erfreulich sind. Und da werden wir sicher müssen auch Innovationen noch machen in den nächsten Jahren, dass wir nicht dann irgendwann plötzlich in den Senke verschwinden. Also wird es wahrscheinlich jetzt in Frauenfeld einige große Bierfeste geben, dass auch der Bierabsatz bei euch im Betrieb stimmt. Ich danke euch vielmal für das gute Gespräch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank. Danke vielmals.
Und was nehmen eigentlich die einzelnen Vertreter aus der Branche aus dem ersten Swiss Food Service Forum mit? Denn es sind immerhin 220 Branchenkenner am Seminar mit dabei gewesen. Was nehmen Sie persönlich als Unternehmer mit? Sicher die ganzen Trends, also den rechten Teil Bestätigungen von den Anstrengungen, wo wir ja schon dran sind. Und vielleicht aber auch noch zusätzliche Energie, um wirklich dort Gas zu geben, wo wir sehen, dass eigentlich etwas für den Gast rausschaut. Pour notre entreprise aujourd'hui, on sait qu'on a du business à aller chercher en food service. On le sentait déjà, mais là on en est vraiment convaincu après une journée comme celle-ci. Ich glaube, wir sind recht vorbereitet, einbildenderweise zu sagen, auf die Zukunft. Weil eben, also sehr viele Sachen, die ich jetzt erstaunlich gefunden habe, dass wir das als Megatrends angeschaut haben und Trends und weiss nicht was, das ist bei uns Tagesgeschäft, weil es geht gar nicht mehr anders. Also ich finde das jetzt eigentlich noch erstaunlich, dass man eben in dem Grosshandel Regionalität noch als Vordergrund springt, weil ohne das, vergiss es, musst du gar nicht mehr probieren, oder? Ich nehme sicher mit, dass mir eigentlich persönlich der Punkt sehr gut gefallen hat, nicht jeder Trend wird dann auch ein Trend. Also man muss so ein bisschen schauen, in welche Richtung geht das. Was entwickelt sich wirklich daraus? Das werde ich sicher mitnehmen. Ist auch für uns dann auch immer spannend als Hersteller, in welche Richtung kann man da gehen. Was nehmen Sie persönlich mit? Was hat Ihnen persönlich sehr gut gefallen? Ich glaube, es sind immer so die kleinen Ausblicke, wie das unsere Kollegen und Branchenspezialisten arbeiten. Wirklich halt die Referate von Praktikern, wie das sie arbeiten, wie sie umsetzen, wie sie denken. Und das ist halt schon sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das ist mitunter, nebst eben diesen Gesprächen, die man hat, schon etwas vom Interessantesten. Mitnehmen tue ich sicher, dass wir genau diese Themen, die Trendthemen, müssen den jungen Leuten, die bei uns eben an der Schule studieren, dass wir diese Themen viel, viel tiefer vermitteln müssen. Vom heutigen Anlass nehme ich einige Ansätze mit, die wichtig sind. Das heißt, dass man mit unseren Kunden und mit den Detailhändlern auch und mit den Gastronomen gemeinsam zusammenarbeiten muss, um die neuen Trends auch zu verstehen, um diese auch zu bewältigen und mit ihnen zu arbeiten. Und ich finde es sehr interessant, dass man es immer positiv weiterentwickeln muss. Nicht statisch, sondern sehr dynamisch halt in der Branche. Und wir nehmen diese Ansätze mit, werden diese verarbeiten und dann dementsprechend auch Antworten geben. Was ich persönlich aus dem ersten Swiss Food Service Forum mitnehme, ist noch eine größere Wertschätzung gegenüber allen Beteiligten, die mit viel Herzblut dafür sorgen, dass es mir als Kunde und Konsument noch besser geht. Mit ebenso viel Herzblut wie Sie steigen wir in die letzte Sendung vor der Sommerpause, die am 19. Juli ausgestrahlt wird. Ich freue mich auf Wiedersehen miteinander.